So, guten Tag auch, Leute. Na, alles fit da draußen. Ja, geht auch mal weiter mit Let's Play Fallout New Vegas. Und, ach ja, jetzt kommen die ganzen Spacken hier jetzt hier, glaube ich, oder? Wo steigt ihr? Ich knall euch ab. Wo? Komm her. Naja, die stählende Bruderschaft kennenlernen. Genau, das hatte ich vor. Das ist mir auch wichtig, da die cool sind. Die sind einfach cool. Da müssen wir hin. Da wollen wir hin, da gehen wir hin. Gut, mal sehen, ob mir jetzt wirklich diese Spastis wieder entgegenkommen oder vielleicht sogar wegbleiben. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja immer so, doch. Hau ab! Ich hab sogar was gekillt. Ah, doch, an sich geht das scheinbar. Nur, ich hab nichts zum Heilen und der Typ da hinten ist wirklich saustark. Von rechts kommt einer. Ja, der kriegt gleich auf den Latz. Vielleicht kriegt die sogar gekillt. Bin zu blöd zum Schießen. Doch, geht. Geht, 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 geht. Wo bist du, Spasti? Munitionsverbrauch in vollen Zügen. Sag mal, kannst du durch ein Gebüsch schießen? So, geschafft. Ihr seid stark. Stark seid ihr. Hat jetzt gerade ein bisschen was von Hitler. Naja, gut. So, was habt ihr Schönes dabei? 308er Patronen. Oh, nett. Och, ein Jagdgewehr. Da kommt er mir so an. Ja, das hätte ich schon denken können. Deswegen macht er auch so viel Schaden. Jagdgewehr. Ja. Gut, da ist mein schon Toppi perfekt. Da habe ich aber auch schon ordentlich Schuss für. Boom, das knallt du. Macht aber nicht mehr Schaden als das liebe andere Ding. Naja, ich benutze jetzt erstmal die. So ein bisschen Abwechslung schadet ja nie. Ja, du hast nur Scheiße dabei. Dann bist du noch hier. 12,7 mm Pistole. Ja, ist ja natürlich nett. Hat einen ordentlichen Wert. Nehmen wir mal mit. Ich bin immer geldgeil. Impulsgranate. Die ist nicht schlecht. Die können wir wirklich gebrauchen, wenn man mal gegen Roboterchen kämpft. Und der Typ hier. Abgesägte Schrotflinte. Die ganz gut in Schuss gehalten ist. Ja, sonst haben wir auch nichts mehr. Haben wir hier vielleicht eine abgesiegte Schrotflinte und sowas? Nö, haben wir gar nicht. Gut. Was konnten wir gerade hier reparieren? Ja, gut. Wir möchten das Plasmagewehr aber nicht mit meinen Q35 Materie. Modulator umbauen. Naja, SPS 100. Das Jagdgewehr hat nur um die 50 was. Also da merkt man schon dann leicht den Unterschied. Ich bin schon wieder... Ich schwelge wahrscheinlich wieder in alte Erinnerungen. Genau, hier ist es ja ein bisschen anders als in Oblivion. Oder Skyrim. Da kannst du ja nicht einfach warten und du bist geheilt. Das geht hier nicht. Wäre schon praktisch, aber Sinn macht es natürlich nicht. Sunset Zapparilla oder sowas. Haben wir irgendwie sowas dabei? Was uns so heilt. Kartoffelchips, ja, ein bisschen Radioaktivität. Kann nie schaden. Buffout heilt einen, aber nein, das möchte ich nicht nutzen. Bittertrank, das heilt einen. Und zwar ganz schön. So, ja, dann gehen wir jetzt ein bisschen auf Wanderschaft. In unserem knallroten Anzug, der total schön und hübsch aussieht. Bin richtig stolz darauf, der Besitzer eines Astronautenanzuges zu sein. Joja. Sieht ja auch am Arsch der Welt, ey. Geil, hier komme ich gar nicht rüber. Was ist denn da? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Und wieso kommt jetzt die Armeemusik?
Kommt eigentlich nur, wenn du irgendwo bei der Bruderschaft oder so bist. Ernka Ranger Unterschlupf. Ach so, deswegen kommt die Musik. Gut. Ah, grüezi. Und wieso wurde mir da was feindlich angezeigt? Da muss ja irgendwas sein. Das möchte ich jetzt gerne wissen. Was ist da? Wer kriegt aufs Maul? Zwei. Gut. Sind's halt zwei. Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Ja, können wir. Was ist denn hier? Hm? Bin ich blind? Wahrscheinlich bewegt sie ziemlich schnell. Wahrscheinlich blieb fliegen oder sowas. Naja, gut, gehe ich weiter. Ich ignoriere das mal gekonnt. Was haben wir da? Im Bahnhof oder sowas, will ich mal sagen. Keine Ahnung, was da für Viecher sind. Was für ein Gesöcks. Ja, sind nur die stärksten aus dem Spiel. Wieso sind hier Todesklauen? Ich habe furchtbaren Respekt vor den Viechern. Ich zeig euch mal, was Todesklauen können. Ja gut, der hat mich schon gesehen. Die halten auch vergleichsweise recht viel aus. Ja, ich bin gerade ein bisschen zu blöd. Ja, das hat gerade übelsten Schaden gemacht. Uwe Kopf! Ja, wie ihr seht, normaler Schuss auf den Kopf, der macht so ein bisschen was. Und ja, ein Schlag, ich bin tot. War jetzt mal so, ne, so ein kleines Beispiel, was so eine schöne kleine Todeskralle kann. Ja, deswegen, vorsichtig hier rum. Vorsichtig. Ich habe keinen Bock, dass die Viecher mir gleich hinterher rein. Er hat gesagt, dass ich denen nicht aus dem Weg gehen kann. Ach, ich bin hier. Das ist in dem Gebiet, wo die Todeskrallen einfach so rumrennen. Man kann es so vergleichen für die Leute, die Gothic kennen. Ich bin so jetzt hier dem Ork-Gebiet, ne? Ich stehe an der Bruderschaft, ist hier aber gleich um die Ecke. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal den schnellen Johnny. Der schnelle Johnny heißt, wir rennen so schnell, wie wir können. Wenn wir überhaupt schneller sind als die Viecher. Das weiß ich gar nicht. Ja, stellende Bruderschaft ist da unten. So, Radioaktivität hat uns, kann uns nicht so schnell was anhaben. Ja, hau ab. Hier ist was Befreundetes? Oh, 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 leck mich. Ist nicht wahr jetzt, ne? Die Viecher sind schneller als ich. Kommst du hier hoch? Kommst du hier hoch? Kommst du? Warte mal, machen wir mal. Vielleicht sind wir dann schneller. Wir ziehen einfach mal alles aus. Naja. Nicht wirklich. Ach, das ist gar nicht radioaktiv. Nö. Wundert mich. Ah, scheiße. Ich möchte eigentlich dahin. Was ist da Befreundetes? Hier in der Todeskrallen-Pampa. Kann ja nur ein Roboter oder so sein. Oder wirklich ein Mensch. Das glaube ich aber nicht. Nils Hütte. Oh ja. Ja, ja, ja. Weiß jetzt auch, wer damit gemeint ist. Na, ziehen wir mal unsere schönen Anziehsachen wieder an. Wer ist denn Nil? Hat's ja schon chillig. Was zum... Dies ist ein gefährlicher Ort, Mensch. Insbesondere für Ihre Art. Sie sollten umkehren. Wie geil. Sonst erwartet Sie nichts Gutes. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Sie scheinen ja recht umgänglich zu sein für einen Mutanten. Naja, na, das klingt so abwertend. Was macht dies zu einem gefährlichen Ort? Haben Sie denn nicht Ihre Sendungen gehört? Aber
Warum sollte ein Mensch ihrer Einladung überhaupt folgen? Es sei denn, er hat nicht gut zugehört. Die Stimme im Radio ist Tabitha, die Oberbefehlshaberin von Black Mountain, oder wie sie es nennt, Utobitha. Sie hat vor fast 2 Jahren die Kontrolle übernommen. Die Supermutanten gehorchen ihr aufs Wort. Und sie will, dass Menschen sofort getötet werden. Oh, ja gut, ne? Klingt so, als ob sie genug von Tabitha erhalten. Was wäre, wenn sie etwas Hilfe hätten? Hilfe würde die Chancen verbessern. Hilfe könnte den Unterschied machen. In Ordnung. Wenn Sie Ihren Job beherrschen, dann treffen Sie mich im Dorf am Gipfel, um die Details zu besprechen. Heißt ein... Bis dahin dürfte ich einen Plan haben, falls Sie es bis dahin schaffen. Viel Glück. Für Sie ist es viel schwieriger, darauf zu kommen, als für mich. Heißt, ja, Tabitha, diese, die im Radio ist hier. Weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat bei mir, da ich das Radio eher schlecht nutzen kann. Umbringen. Ist natürlich interessant. Ist interessant. Wäre, denke ich mal, da oben drauf, oder? Mit was für Gegnern habe ich denn hier zu rechnen? Ich würde mal sagen, mit... Supermutanten. Are you kidding me? Warte mal. Das Ding ist jetzt nicht so die stärkste Waffe, die man auch gerne gut merkt. Das Ding ist saustark, echt. Ich bin gerade überlegen, ob ich diese Quest mache. Von wo? Schießt irgendeiner mit einem Lasergewehr? Da hinten. Wir werden zurückkommen. Und werden auch, uns um Tabitha kümmern. Aber erst nachdem ich die Power Armor bekommen habe. Also die gute Rüstung, die ich im letzten Part erwähnt habe. Deswegen wir jetzt ja auch, das ist jetzt so der Hauptgrund, weswegen wir zur stillen Bruderschaft gehen. Um das Ganze zu bekommen. Weil dann halten wir doch viel, viel mehr aus. Sind zwar natürlich langsamer jetzt im Rennen, in der Fortbewegung, aber man hält, was weiß ich, um Längen mehr aus. Also wirklich, das ist ein Riesenunterschied. Ach ja, und hier sind so ganz viele von denen. Nervigen kleinen Viechern. Und ich bin schon wieder zu blöd zum Treffen. Boah, sind hier viele. Jesus Christus, da. Hilfe! Das ist nicht schön, da, wenn du da so viel Ungeziefer hast, du. Wenn das die Lebensmittelbehörde mitkriegt, du. Wenn die da spitz drauf werden, du. Dann, nee, dann ist aus hier. Für den Schuppen. Ich werde darüber springen. Gut, dann nicht. Ich werde von irgendwas verfolgt. Ja. Wie auch immer. Irgendwo wird hier schon ein Eingang sein oder dass ich hier irgendwo wieder hochkomme. Da, danke. Höp, und wir sind drüben. So, wo haben wir denn den Eingang? Irgendwo. Das ist jetzt die stillende Bruderschaft, jo. Da ist schon mal ein Gebäude. Und da hinten ist dann das andere. Da müssen wir nämlich hin. Bam! Bam! Geht sogar eigentlich von der Genauigkeit. Muss ich ja zugeben. Ausgehöhlter Fels. Achso, es wird mir halt allgemein hier angezeigt. Gut, dann ist es doch hier der Eingang, glaube ich. Der Dingens hier. Peace, LVA, Class of 99 Rules. You suck. Fight apathy or don't. Was auch immer. Ban the bomb. Was? Jane Wars hier. Na, gehen wir rein. Hidden Valley Bunker.
Was für ein krankes Team hat sich hier versteckt. Ach so, Vorsicht, kann das sein, dass ich in dem Falschen drin bin? Ja, sieht nicht so einladend aus, ich weiß. Aber ich glaube, das wird... Nee, das ist der Falsche. Soll man hier überhaupt drin machen? Wieso kann man hier überhaupt rein? Hier ist doch nichts. Oder hier ist was versteckt. Das glaube ich aber eher weniger. Warte mal. Wir hatten hier noch... Hallo? Also Strom gibt's hier. Das ist schon mal klar. Gehen wir mal... ja, hier wird dann noch ein anderer Bunker sein. Weil ich weiß ja, dass sie hier sind. Das wird ja auch auf der Karte angezeigt und so weiter. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was war das denn? Oder ich habe mir gerade irgendwas eingebildet. dann ist es hier vorne irgendwo der Eingang. Hier müsste nämlich noch ein anderer sein. Ich würde mal sagen, hier... Nö. Ah, Mann, bin ich jetzt blöd oder... Sagt nichts Falsches. Bin ich jetzt blöd oder was? Wo ist denn der scheiß Eingang? Also von hier kommt man eigentlich rein. Ach ja, links war meine ich einer noch. Muss ich schauen, muss ich schauen. Muss ich schauen. Irgendwo. Ja, wo bist du denn, Eingang? Wo bist du? Ich denke mal hier. Ja. Hinwelli-Bunker. Das ist nämlich der andere, ja. Das wird dann der richtige Eingang sein. Guten Tag auch! Ja, sollte. Ja. Ja, 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 guten Tag, guten Tag. Ich baller euch alle ab hier, ihr Arschlöcker! Okay, nein, 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 nicht wirklich. Wollt mir einen kleinen Spaß erlauben. Guten Tag. Hören Sie genau zu und tun Sie, was ich sage. Ihr Leben hängt davon ab. Übergeben Sie mir alles, was Sie bei sich tragen. Waffen, Munition, Kleider, Rüstung, alles. Oh, ihr wollt mich nackt sehen. Ziehen Sie sich bis auf die Unterwäsche aus. Du Schlingel. Besprechen wir das in Ruhe. Es gibt nichts zu besprechen. Entweder Sie ziehen sich aus und übergeben Ihre Ausrüstung, oder Sie sterben. Werden Sie sich nun fügen? Gut, ich füge mich. Legen Sie alles ab und übergeben Sie es mir. Für Mittelerde! Dann kommen Sie durch die Tür an der Rückseite der Kammer herein. Paladin Ramos wartet dort auf Sie. Joa. Nö. Wollen wir dann mal... Oh, ich bin nackt. Wie zum Teufel sind Sie reingekommen? Tja, eigentlich hätte ich Sie längst erschossen, aber ich soll Sie zum Ältesten bringen. Kommen Sie friedlich mit... Nee, weißt du, ohne Waffe und so sage ich jetzt, nö, ich bin hier, eigentlich wollte ich euch alle umbringen. Wollte zumindest versuchen. So, nö, das wär's dann. Nein, ich werde mit Ihrem Ältesten sprechen, gehen Sie voran. Ich bringe Sie zu ihm, folgen Sie mir, und zwar dicht, sonst werden Sie erschossen. Wie nett. Wo ist er denn, der Älteste? Gandalf? Gandalf? Wie haben Sie uns gefunden, Fremder? Und sagen Sie die Wahrheit. Ich habe mich gerade umgeschaut und da bemerkt, wie Ihre Patrouille herausgekommen ist. Stimmt Sie zwar nicht, aber... Sie sind mit Ihrem Erscheinen ein großes Risiko eingegangen. Meine Haltung gegenüber Eindringlingen ist nicht sehr milde. Die Sicherheit dieses Bunkers ist mein oberstes Anliegen. Und ich setze alles daran, unsere Aktivitäten an der Oberfläche zu minimieren. Daher hätte ich Interesse daran, einen Außenseiter anzustellen, damit er einige Aufgaben übernimmt. Manche einfach, manche kompliziert. Und die sind cool, die Aufgaben. Zum Beispiel hat ein RNK-Ranger sein Lager in einem der Bunker oben aufgeschlagen. Ich möchte ihn loswerden. Verstanden? Wird gemacht, keine Ahnung.
Keine Ahnung, genau. Kein Problem. Ich kann mich um den Ranger kümmern. Sehr gut. Ich bin interessiert daran, wie gründlich und effizient Sie diese Mission ausführen. Paladin Ramus wird Sie zum Eingang des Bunkers eskortieren und Sie dort loslassen. Beachten Sie bitte, dass ich los und nicht frei sagte. Das Wissen um die Lage des Bunkers darf Hidden Valley nicht verlassen, solange bis ich von Ihrer Kompetenz und Verlässlichkeit überzeugt bin. Jo. Zur Sicherheit wird Ihnen dieses Sprenghalsband angelegt. Es zündet, falls Sie fliehen. Erfüllen Sie Ihre Mission und Ihnen wird nichts geschehen. Ja, gut, dann, ne? Sie finden Ihre Ausrüstung in der Truhe rechts. Blablabla, ja. So, danke. Ich hätte dann auch mal gerne alles wieder. Hey, wo ist mein Hut? Mein Centurio-Helm, hey! Ach da. Jetzt sind die anderen Sachen auch da. Gut. Wieso habe ich jetzt... Ach, das Sprenghalsband ist so schwer. Ach, die Lederrüstung kann mal weg. Hallo, ich hätte doch gern dann mal irgendwas an, ne? So. Mein super sexy Weltraumanzug. Ja! So, dann wollen wir mal schnell und fix und sauber den kleinen Ranger da killen. Und zurückkehren. Ja. Ich dachte, ich werde eskortiert. Im Dunkeln der Geschichte, ja. Gut, ich werde doch nicht eskortiert. Fangt mir aber gleich nicht mit irgendwie mit Bumm an auf einmal, ne? Dass ich hier auf einmal gleich in die Luft fliege. Wo ist denn das überhaupt? Da vorne irgendwo. Gut. Wo ist der kleine Bunker? Der kleine Bunker. Der kleine Bunker. Der kleine Bunker, Baby, Baby. Yeah. Sag mal hier, guten Tag, ey. Hotte hier. Hotte. Hotte, ich soll dir was zu essen bringen. Hotte. Hotte, wo bist du? Hotte. Hotte antwortet nicht. Sag mal, Hotte. Sei doch nicht immer so... Hör auf zu meckern, Hotte. Hotte, guten Tag, Hotte hier. Wolltest du dich etwa anschleichen, dreckiger Pulp? Wenn sie ihr Gewehr noch länger auf mich richten, ramme ich es ihnen in den Arsch. Du mit deinem hässlichen Bart. Ja, mächtig große Eier, Sähnchen. Ich mag das. Was kann ich für sie tun? Auf Wiedersehen. So, jetzt kann ich nämlich einfach so, zack, einmal hier schön chillig hier mich hinstellen, zack, direkt in die Fresse. Teufel! Ja, und ihm fehlt da oben was. Und der hat mich fast gekillt. Die Sau. Was zum Teufel? Wieso ist hier eine Mine? Dietrich. Ja, auf 75, das ist super. Und Energiewaffen. Machen wir Energiewaffen. Ja, Fälschen könnte man auch noch hören. Energiewaffen erstmal. So, Munition. Das ist eine sehr, sehr gute Rüstung. Aber dann bin ich als Ranger, als RNK-Typi verkleidet. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also lieber nicht. Na gut, haben wir geschafft. Da latschen wir einmal kurz zurück. Oder, nee, warte, das können wir auch schneller machen und angenehmer. Achso, ich habe ja das Sprenghalsband. Aha, da geht er nicht. Sonst macht's puff. Und dann, ja, dann sind wir selber nicht mehr ganz auf der Oberfläche der Welt. Wäre nicht so gut. Ach ja, guck mal, hier ist so schönes Wetter, alles klar, Sonne hier, okay, ein bisschen trocken wahrscheinlich, aber besser als hier, ne? Es schneit schon wieder draußen, ist richtig geil, ne? Richtig, ne? Auch heute offizieller Frühlingsanfang, ne? So sieht's auch draußen aus, ne? Soll jetzt nicht heißen, dass ich den Winter nicht mag, ich mag den Winter sogar lieber als den Sommer.
kann man sich schwer vorstellen. Ich weiß, da gibt es nur 5 Leute auf der Welt, bei denen das so ist. Nein, aber irgendwann ist auch mal gut, ne? So, da wollen wir auch mal hier wieder mit den alten, mit den Ösis sprechen. Nein, schlechter Scherz. Das war auch kein Scherz, das war einfach nur dummes Gelaber. Joa, guten Tag, Ascho. Treten Sie von der Tür zurück. Der Älteste erwartet ungeduldig Ihren Bericht. Ja, ja. Lass mich hier aber gerade trotzdem irgendwie frei rumlaufen. Das ist natürlich schlau. Wie haben Sie die Situation mit dem Ranger gelöst? Der Ranger wird keine Probleme machen, er ist tot. Sind Sie sicher, dass er nicht vermisst wird? Dass nicht Ranger nach ihm suchen werden? Oder RNK-Streifen? Haben Sie alles etwa noch schlimmer gemacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Lage zum Positiven verändert habe. Ich meine, er ist tot. Ich bin mir nicht sicher. Das stimmt. Weil Sie nichts getan haben, um es herauszufinden. Ihr Halsband ist mit einem Mikrofon versehen. Alles Teil des Tests. Sie scheinen ein Rohling zu sein. Aber sogar Rohlinge haben ihren Nutzen. Ja. Insbesondere im Kampf von Mann zu Mann gegen einen RNK-Ranger. Da Sie die Ihnen gestellte Aufgabe bewältigt haben, gewähre ich Ihnen freien Zutritt zum Bunker. Nehmen wir Ihnen mal das Halsband ab. So, das ist hoffentlich besser. Ja, da wir die danke. Unannehmlichkeiten nun hinter uns haben, würde ich gerne etwas mit Ihnen besprechen. Schauen Sie im Kommandoraum vorbei, wenn Sie die Zeit finden. Oh, und wenn Sie uns hintergehen, dann werden wir es wissen und keine Gnade kennen. So, danke. Ihre Anwesenheit hier. Ja, ja, höchst unnormal und sind also der Sicherheitschef, bla 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 bla. Ich weiß nicht, ab wann man sich das beibringen lassen kann, dieses Powertraining und so weiter. Man kann es, das weiß ich. Was ich mit Ihnen besprechen will, nur ich weiß auch nicht wo, von wem und so weiter halt, ne? Muss ich dann mal schon. Wer bist du? Ein Spasti, ein Statist. Naja, ich würde sagen, wir schauen das... Jetzt halt doch die Klappe. Ich würde mal sagen, wir schauen das nächste Mal weiter. Wir sind jetzt hier unten in dem coolen Bunker, in der coolen Hauptstation. Da steht eine Bruderschaft, ich mag sie. Und ja, ich würde sagen, Crazy Junkie Games und bis zum nächsten Mal. Ciao!